Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Heute mal wieder eine Runde GTA Online Last Team Standing Rockets versus Insurgent. Ja, ich finde ja wirklich, also das ist echt ein richtig geiler Modus hier. Das Radio natürlich aus. Nur für die, die es nicht kennen, auf der Plattform da oben stehen ein paar Leute. Und wie man jetzt schon sieht, die versuchen uns abzuschießen mit Raketenwerfern. Und wir müssen mit diesen Insurgents hier die runter reisen oder eben auf die Plattform springen und ja, die eben töten. So, Moment, mein Headset rutscht. So, jetzt, ich finde wie gesagt den Modus richtig cool, weil man verdient Geld, bisschen HP und so, und es macht auf jeden Fall richtig Spaß. So, jumpen wir mal hoch. Sehen, ob es nicht hinkriegt. Ah, knapp. Es ist nicht so einfach dort hochzukommen, aber wenn man eben mal oben ist, dann kann man die eigentlich ganz gut überfahren oder jedenfalls ähnen davon oder so. Ja, also ich habe das auch schon ein paar Mal gespielt, also ich bin jetzt kein Super Pro oder so. Was machen die denn? Boah, was geht's auch los? Wir sind in der Unterzahl, also wir sind 4 und die sind 5, nur als Info. Daneben, daneben. So, und ja. Und der hat sich gleich mal selber getötet, genau das war mein Plan. Und der sieht AFK aus, deswegen schubst du mal einfach runter. Zack. Und der sieht auch AFK aus und deswegen nur hoch einfach. Zack. Okay. Damit haben wir die Runde schon für uns entschieden. Ja, die war ja relativ kurz, nur knapp 2 Minuten. So, und jetzt, meine Freunde, sind wir auf der Plattform. Ich bin mittlerweile Level 41 sogar schon. Cool. Ich bin... So, jetzt sind wir auf der Plattform oben. Und jetzt müssen wir runterschießen. Ja. Ich wäre eventuell... Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es genau mache. Kommt doch darauf an, wenn ich das Video jetzt hochlade. Ich denke, ich werde es heute bestimmt gleich noch mitmachen. Ich werde eventuell demnächst mit einer Bekannten ein Video machen. Eventuell. Und ja, da werden wir mal sehen. Weil wir haben, wie schon gesagt, falls es soweit kommen sollte, was Clemens vor. Aber wir wissen noch nicht genau, was jetzt machen. Also, mal sehen. Jetzt werden wir bestimmt von hinten umgefahren. Ja, da kommen sie schon. Ich habe das vorhin schon mal gemacht, da habe ich aber nicht aufgenommen. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Da hatten welche Pistolen, wo es ja eigentlich nur die Raketenwerfer gibt. Das Swapping Crew. Oh, wir sind alleine. Den können wir wohl abgeben. Schade. Okay, mal abschießen. Weil die kann man nämlich auch einsteigen. Gut. Und dort oben ist irgendwo einer. Ja, da ist ein Panzer. Wir müssen das erstmal rauskriegen. So, und schon haben wir ihn. Aber da oben ist noch einer. Ah, vielleicht kriegen wir den, wenn wir hier ein bisschen dagegen schießen durch die Erschütterung. Ah, es kann nur sein. Nee, ich glaube, der steht hinten in der Gasse. Oh, oh, oh. Boah. Das muss man immer nutzen, wenn die irgendwo festhängen. Muss man draufballern. Wie ein Blöder. Na, das ist zu wenig Anluft, Kollege. Komm. Doch nicht zu wenig Anluft. Jetzt müssen wir auf jeden Fall treffen. Ja, sehr schön. Richtig nice. Also wir sind jetzt zu zweit. Ich bezweifle, dass wir das schaffen. Irgendwer. Schießen. Okay. Vorne sind ja welche. Hier sehen wir schon, wir sind zu zweit und die sind zu viert. Also
Wir werden es bestimmt verlieren. Aber nein. Doch, man muss eben aufpassen, dass man sich nicht selber umbringt. Das ist gefährlich. Das ist ein paar Mal passiert. Und. Ich finde es gut, dass die dort hinten jetzt gerade nicht kommen. Dort hinten. Da kommt er. Ich glaube, die sind hier irgendwie AFK, welche, würde ich behaupten. Ich hab jetzt hier auf der Seite. Machen wir. Brauchen eben eine Weile, bis sie dann ankommen. Also die anderen, würde ich sagen, sind AFK. Das wird bestimmt wieder ein 2-Folgen-Projekt werden hier, weil das dauert eine Weile, bis wir das durchgespielt haben. Also nicht wundern, ich mache auch keine Abmodi. Ich tue das einfach wie schon mal bei dem Innenrennen. Oh, jetzt kann man schön. Sehr schön. Und nochmal, komm, sehr gut. Jetzt kommt schon wieder. Also, ich tue das einfach eine Fortsetzung dann machen. Nein, nein. Boah, das war so knapp, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen konntet, aber es war richtig knapp. Ich wäre fast runtergeflogen, weil wenn man runterfliegt, ist man auch tot. Das Problem ist eben, die können sich immer wieder neue Korn holen. Also, wenn man die sofort zum Explodieren bringt, können die sich immer wieder neue Korn holen. Und das ist nicht gut. So, da kommt anscheinend das von mir. Da kommt der. Lande doch mal hier oben jetzt, ja? Wäre doch schön. Oh, da ist viel gedreht. Am besten ist einfach mal drauf sprayen, wenn die dort hinten sind. Manchmal trifft man durch Zufall eben. Und da ist es vorbei und wir haben verloren, weil die Zeit abgelaufen ist. Ja, so kann man natürlich auch gewinnen, wenn einfach 2 AFK nur rumstehen. Aber gut, das ist eben. Da kann man nichts machen. Ist natürlich dann doof, wenn die nicht rausgeschmissen werden. Jetzt wäre ich aus der Mission geworfen. Achso, weil es nicht genug Spieler gab. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Ah ja. Gut, dann wird es doch nur eine Folge. Vielleicht mache ich dann auch noch eine zweite, aber das wird eine einzelne. Keine am zusammenhängende. Ja, sorry Leute, aber die sind dann wahrscheinlich rausgeflogen und dann waren zu wenig Leute drin und dann wurde die ganze Sache beendet. Ja, so ist es. Ich habe auch vorhin schon mal, oder ich wollte besser gesagt, eine Runde aufnehmen. Und ich war vorher in einer Party drin und da hatte ich mich gemutet. Und ja, da habe ich dann aufgenommen und irgendwann ist mir zwischendurch drin eingefallen, dass ich noch gemutet bin. Und das hört man ja dann in der Aufnahme auch, ne? Und ja, da war die Aufnahme sozusagen im Popo. War schade, aber naja, was soll man machen? Oh, hier steht eine Limousine. Fahre so weit wie möglich unfallfrei rückwärts. Ne, machen wir jetzt erstmal nicht mit. Ja, Leute, da auch wenn die Folge jetzt nur 10 Minuten lang ist, tut mir leid, aber ich kann auch nichts dagegen machen, wenn hier beendet wird. Ich kann euch ja nochmal meinen Lowrider zeigen. Ich habe jetzt übrigens für die letzte Folge gesehen haben mit dem Lowrider. Ah ne, die habe ich ja. Ja genau, die letzte Folge, da habe ich mit dem. Sorry übrigens, dass mein. Na, wie nennt sich's, mein Controller so laut piept. Ich weiß noch nicht, ich habe den schon auf das Kleinste gestellt, der hat irgendwie eine kleine Macke.
Ich habe in der letzten Folge den Lowrider mal gezeigt und ich habe jetzt das Tuning-Paket, Update, was auch immer, für 420.000 mir geholt. Ich habe gespart wie ein Weltmeister. Und ja, habe ich mir geholt, da kann ich den Lowrider jetzt nochmal schnell zeigen, dass die Folge nicht allzu kurz wird. Ich bin ja gespannt, ob wir die Limousine einparken können. Das wäre richtig geil. Ich denke mal ja nur, oder? Nee. Okay. Naja. So, ich habe mir jetzt übrigens noch einen zweiten Lowrider geholt, der ist jetzt zwar nicht so besonders, aber gut. Und dann habe ich hier noch diesen ja, kleinen VW-Bus. Moped habe ich, oder ich sage immer Moped, Motorrad habe ich mir auch noch geholt. Wir können ja auch mal anzeigen lassen hier die Werte, dass seht ihr, was es ist und so. Bla bla bla. Und ja, hier, das ist der Lowrider. Ich habe jetzt das Tuning-Up, also Paket. Ich nenne es jetzt einfach mal Tuning-Paket. Der sieht jetzt ein bisschen schnieker aus. Aber der ist noch lange nicht fertig, meine Freunde. Also da geht noch einiges. Wir haben auch wieder mittlerweile 66.000 ungefähr. Also da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Geld. Wir können ja auch jetzt eigentlich. Wisst ihr was, Leute? Wir fahren jetzt nochmal hin. Wir haben noch knapp 4 Minuten. Fahren jetzt noch mal schnell zu Bennys Garage. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal eine extra Folge mache, also wo ich nur mit dem Lowrider rumfahre oder eben was mache. Wegen dem pinken Unterfahrlicht, Mädchen fahre, bla bla bla. Nee, also ich finde das eigentlich, ich finde pink sieht ja am geilsten aus vom Unterfahrlicht. So ein richtig geiles Neonpink ist das. So. Gucken wir doch mal. Hey, was ist denn das jetzt? Wieso können wir jetzt hier nicht? Was soll denn das? Okay. Was ist jetzt hier los? Wieso können wir jetzt hier nicht? Das ist wegen dem Event. Oh, okay. Gehen wir nochmal. Also es kann sein, dass es jetzt wegen dem Event ist, das weiß ich nicht. Wir können nochmal ein Stück wegfahren. Ich weiß, die Musik ist jetzt sehr laut, aber die ist gleich weg. So, jetzt ist es weg. Dankeschön. Oh, wir haben $1.000 gekriegt, weil wir 23,7 Meter gefahren sind. Wow. So, probieren wir es nochmal. Jetzt geht's. Tell me what you want. It's done. Zum Beispiel hier kann man schon richtig coole Sachen machen. Das bauen wir uns gleich mal ein. Fahrgestell. Antenne. Okay. Ja, wo sind die? Ach, da vorne. Aber Antenne, nee, würde ich nicht nehmen. Nee, Nö, nö. Das sieht ja auch cool aus irgendwie. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen tiefer. Obwohl ich finde, die Reiswand. Die Weißwandreifen finde ich auch nicht schlecht. Oder? Was sieht denn besser aus? So, machen wir jetzt einfach mal. Ach so, das ist das. Okay. Das würde ich erstmal lassen. Nee, das finde ich nicht gut. Oh, das ist immer so laut. Jo, Leute, das war's mit der Folge jetzt auch schon. Ich werde immer hier kleiner in der dranhängen und da starten wir dann hier auch wieder in der Garage. Danke fürs Zusehen, bewertet den Part und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei GTA 5 und in der darauffolgenden Folge oder in einer anderen Folge, wie ihr das gerne wollt, könnt ihr entscheiden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, macht es gut.